Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, der Monkey King Hero is back. Das geht um den Affenkönig. Wird vielleicht einigen von euch nicht sagen. Das ist, ich glaube, wartet, ein chinesisches Märchen, Legende. Ich weiß nicht, zu was es zählt. Geht um den Monkey King. Da gibt es auch Filme und Serien, ganz aktuell auf Netflix. Ich werde euch den Link mal unten in die Videobeschreibung hauen. Heißt dann aber auf Netflix nicht Monkey King, heißt da die Reise nach Westen. So, jetzt sollen wir die Helligkeit anpassen. Helligkeit so einstellen, dass die Silhouette links kaum noch sichtbar ist. Bei mir ist sie kaum sichtbar, bei euch ist sie mehr sichtbar als bei mir. Machen wir mal so. So. So, Kontrast so einstellen, dass die Silhouette links kaum sichtbar ist. Da sehe ich gar nichts. Ihr seht ein bisschen was. Also ich vergleiche das immer, mein Monitor, wo ich drauf zocke. Der 4K-Monitor ist hier. Und da, wo ich aufnehme, wo ich das sehe, was ich aufnehme, ist oben. Also nicht wundern, wenn ich dann nach oben gucke. Ein bisschen zu krass. So sehe ich leicht eine Silhouette. Oh, ja. Genau, eigentlich. Naja, lass mal einfach mal so. Das kann man ja bestimmt im Spiel dann auch noch anpassen. Ich weiß nicht, ob es Deutsch oder Englisch ist. So, Audio. Hört er ja schon an der Musik. Ich mach mal die Musik etwas leiser. Grafik, Helligkeit, Kontrast haben wir gemacht. Gameplay. Untertitel ein. Oh, das ist gut, das ist schon eingeschaltet. Das war ich nicht. Vibration ein. Also wenn hier Untertitel schon ein ist, dann wird es bestimmt Englisch sein, von der Sprache her. Ah, nochmal, nochmal. Okay. Kamera unterstützen. Okay. Sprache. Nee, beides. Bildschirmtext und Sprachausgabe Deutsch. Geil. Oh, da können sich einige mal eine Scheibe von abschneiden. So, wir gucken auch mal nochmal, ob das hier alles so eingestellt ist, wie wir es wollen. Jo, bleibt so. So, neues Spiel. Da gab es auch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es her ist, da gab es auch mal die Reise nach Westen mit Jackie Chan im Film. Der war auch sehr gut. Die Geschichte beginnt Oh, vor langer, schön. langer Zeit. Auf dem Gipfel des Huaguo Aloai in Purwa Videa stand ein magischer Fels. In ihm steckte die Essenz von Land und Himmel. Er trug einen einzelnen Steinaffen. Der tapfere Affe wurde als König gepriesen von jedem Vogel und Tier auf dem Berg. Doch er war nicht zufrieden. Er wollte dem Kreislauf der Reinkarnation entkommen und wurde so zum Lehrling des Weisen in Aparagordaniya. Da er keinen Namen hatte, gab der Weise ihm einen buddhistischen Namen, Sun Wukong. Nach einer intensiven Ausbildung meisterte Sun Wukong die Geheimnisse der fünf Elemente und die 72 Verwandlungen. Vom Palast des Drachenkönigs erhielt er den Stab Ruyi Jinguban. Und er stahl Kriegsgerät von allen vier Drachenkönigen. Er schaffte es sogar, seinen eigenen Namen aus dem ewigen Buch von Leben und Tod der Hölle zu streichen. Die himmlischen Götter fürchteten Sun Wukong und luden ihn in den Himmel ein, um ihn zu beschwichtigen. Doch Sun Wukong Falle. rebellierte gegen sie. Er bezeichnete sich selbst als den großen Weisen und den Göttern gleichgestellt und er entfachte einen großen heiligen Krieg. Selbst die mächtigsten und am meisten verehrten Götter konnten ihm nicht genug Widerstand leisten, dem großen Wutanfall Dashengs. Jedoch war Dasheng, obwohl er fast nicht aufzuhalten war, in den Augen des mächtigen Buddha nicht mehr als ein einfacher Affe. Der besiegte Dasheng verbrachte die nächsten 500 Jahre eingesperrt Im Berg. in einem kalten Kristall im Berg Huaguo. Oh, die Grafik sieht ganz gut aus.
Ich habe ja gedacht, das ist jetzt so ein kleines PSN-Spiel oder so, aber... Was ist das? Oh. Ah. Bin auf die Stimme gespannt. Die von Jackie Chan, glaube ich, oder? Geht nicht. Magische Kette. Also, das weiß ich jetzt nicht, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Das weiß ich wegen der Reise nach Westen. Oh, meine Kamera ist falsch. Ich sehe gerade. Von weißt du nicht, der Junge dich befreit hat, kannst du ihm nicht deinen Dank erweisen. Oder möchtest du lieber die Kälte des Christgeistes? Jetzt reicht's aber! Das ist die Stimme von Jackie Chan? Ja!
oder? Du musst Gutes tun, Dashen. Das ist der einzige Weg. Du musst für die Welt arbeiten, um dich von Jingu Cheng zu befreien. Jetzt musst du gehen. Okay. Dort entlang, Dashen. Sophia. Ich bin nur hier. Muss ja auch einen Grund haben, dass es hier lang geht. Vielleicht ist hier was versteckt. Ja, da sehe ich doch was. Ah, jetzt bin ich klar rausgekommen, okay. Hey, hier, Dashen! Ja, ich bin noch da. Dashen? Dashen! Ich bin Liua und das ist... Das ist... An-An. Nicht A-A, An-An. Aus den Theaterstücken weiß ich alles über dich. Ah, da bist du also gewesen. Ich frage mich, warum der Kristall zerbrach, als ich ihn berührte. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass du nicht mehr eingesperrt bist. Du sahst sehr eingeengt aus. War der Bodhisattva Guan Yin das auch? Nun, ich lasse mich in Chang'an zum Mönch ausbilden. Mein Meister sprach von Guan Yins Nächstenliebe und davon, wie er auf einem Bett aus Lotusblüten sitzt. Tu Gutes, Dashen. Das ist das einzig Richtige. Du musst jetzt für die Welt arbeiten, um dich von Jingu Chan zu befreien. Jingu Chan. Ist Jingu Chan dieser Armreif? So. Ein bisschen wie Jindo Jun, oder? Keine Magie, also Jindo Jun ist die Wolke von Son Goku. Und dein Stab? Die Wolke, da, seht ihr? Die hat auch so eine Wolke. Dashen, weißt du was? Als du schliefst, haben die Monster sich vermehrt. Und sie entführen kleine Kinder. Und sie haben auch versucht, die Kleine hier mitzunehmen. Ich muss jetzt wirklich zu meinem Meister in Chang'an zurückkehren. Aber das Böse darf nicht unbestraft bleiben. Dashen, kommst du mit mir? Denk an Guan Yins Worte. Da komm ich mit. Muss ich ja. Sinn, dann wirst du von Jingu Chan befreit. Aber ich will erstmal hier lang gehen. Ah, ja, da war noch Erz. Supi. Irgendwas stimmt nicht, Dashen. Auch unten mit dem Ladebildschirm. Finde ich auch super gemacht. Schön. Nicht nur laden, sondern so eine kleine Animation. Finde ich toll.
Ach, schön. Nicht mehr so trist wie in der Höhle. Das ist ein Dorf. Sieh mal, dort! Das Dorf habe ich schon gesehen und es brennt. Ich bin der Affenkönig. Ich springe jetzt einen Berg runter und gehe dahin. Das kann nicht richtig sein. Das sollten wir uns ansehen. Der quatscht ein bisschen viel. Die Monster haben vielleicht wieder ein paar Kinder entführt. Mir egal. Tu Gutes, Dashen. Na gut. Na gut. Gehen wir. Also ich kann hier gar nicht runterspringen. Ich bin doch der Affenkönig, Mensch. Ich will hier runter. Wieso ist denn die Flur noch an? Alexa? Flur aus. Okay. Sieh mal, das ist Guan Yin. Untersuchen, was kann ich da jetzt? Da Sheng. Je mehr Gutes du tust, desto eher wirst du befreit. Okay. Okay, also ich kann jetzt hier untersuchen. Zauber verstärken, speichern. Speichern, wie sieht das aus? Ah, okay. Ganz normal. Jo, machen wir untersuchen. Ich hab 60. Kann ich nicht. Alles abgeschlossen, schade. Okay, dann noch ein bisschen Gutes tun. Oh, sieh dir diese schönen Blumen an. Hey, das sieht nach einer Karte aus, Dasheng. Ich würde die gerne meinen Zauber wegmachen. So, hier ist auch noch was. Kann gemahlen als Farbe genutzt werden. Wozu brauche ich Farbe? Kann ich vielleicht doch Rüstung hier machen und dann... Geil, es ist ja geil, wenn ich noch kann ich noch Rüstung machen und die färben. Ich sehe jemanden. Tausch gegen ein paar Materialien gehört es dir. Geld ist Arznei. Arznei. Ja, will ich haben. Hallöchen. Meine Güte, du hast aber einen großen Kopf. Hallöchen. Und mein Kopf ist eigentlich ziemlich klein. Gefällt dir dieser Beutel? Was ist denn da drin? Er enthält ein paar nützliche Dinge für Reisende. Im Tausch gegen ein paar Materialien gehört er dir. Geld ist nicht nötig. Komm zu mir, wenn du etwas Kaninchensiegelarznei brauchst. Hier kannst du Arznei bekommen. Willkommen. Hallöchen. Vielen Dank.
So, mehr haben wir Komm nicht. Gerne wieder. Hier geht's lang und da geht's lang. Ich gehe erstmal hier lang. Hier geht's nicht weiter, aber dann könnte man hier vielleicht noch was abstauben. Irgendwas stimmt nicht, Ascheng. Soll denn hier nicht stimmen? Kann ich irgendwas machen? Nee, nicht. Ah! Erdgott! Erdgott! Der kam nur einmal. Ach, das ist ein Monster. Monster! Da geht's nicht hoch. Da. Ah, noch mehr Monster. Da Scheng! Oh, ein Dorf! Monster! Es waren nur 500 Jahre. Aber es ist süß, ich find's toll. Ja, vielleicht auch, weil ich die Reise nach Westen. Ich höre Monster. Damals ja nicht geguckt habe und das Neue habe ich auch schon angefangen, aber. Bin noch nicht dazu gekommen, weiter zu gucken, also auf Netflix. Ja, unterhalten, Zauber verstecken. Wir haben jetzt 300 noch was. Oh. Erweitern. Erweitern. Für 1. Die anderen Sachen kann ich alle noch nicht holen. Machen wir nochmal speichern. Ich denke mal, der hat auch automatisch speichern, aber meine Energie ist nicht mehr so toll. Ach, da ist er doch schon wieder. Kann ich hier auch hoch? Hochklettern?
Geht es dir gut? Der kauert, also ihm wird's nicht gut gehen. Hä? Ich bin kein Monster. Oh, Verzeihung. Ein Keilertroll und seine Lakaien sind gekommen und haben unsere Kinder entführt. Mein Sie Gott. Haben ein Lager aufgeschlagen. Sie sind im Dorf. Die Monster wollen dieses Dorf für sich selbst. Überlass das uns. Wir sind hier, um zu helfen. In diesem Fall... Seht ihr die Straße da rechts? Sie führt ins Dorf. Und ein Rudel Monster. Wenn ihr den anderen Weg links nehmt, sollten da weniger sein. Es dauert aber länger. Viel Glück. Freu mich doch nicht an entscheiden. Mittendurch. Ach, du bist ja auch wieder hier. Das versüß ich dir. Hab nix. Nichts, Schade. Was dir gefällt? Kann ich? So. Ah, hier kann ich Grafik einstellen. Hier haben wir die Karte. Und... Ja, sieht oben ein bisschen aus wie Dragon Ball. Seht ihr das mit den Wolken und mit den Rollen? Haben sich damals ein bisschen bedient. So. Was haben wir denn hier? Yes. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Energie, dann passt das schon. Diese Bank könnte einem Monster wirklich den Tag verderben. Ach so, die Bananen kann ich gar nicht nehmen. Was haben wir denn da? Cool, eine Bank und macht damit Spezialangriffe. Da sind welche. Ach, die pennen ja. Ich würde sagen, wir gehen in die Hocke und schleichen uns vorbei. Scheiße, ein Hocke. Schade, kann man keine Kisten oder irgendwas aufmachen, um irgendwas zu finden. Da ist ein goldener, ich muss mich verstärken. Scheiße, das war mein letztes. Verschenk! Da oben sind noch welche in anderen Farben. Der hat ja nichts drauf gehabt. Komm ich
springt da nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ich dachte, ich kann hier irgendwie die Treppe. Wir kriegen dafür Nachrichten. Okay. Dann gehen wir hier einfach weiter. Die spucken da runter, die Schweine. Da sind auch Monster auf dem Dach, da Schenk. Boah, der hat's aber ewig. Jetzt ist er weg. Oh, da ist aber drin. Oh, hier ist der Opa, das hat er gar nicht gesehen. Wie komme ich da hoch? Ach, guck da an. Das war's. Also hier ist jetzt nichts weiter. Nee, hier geht's nicht rein. Oh, hier ist was. Ach, da oben sind auch welche. Oh, lauter Schriftrollen, das ist gut. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Energie. Dort sind nicht sehr viele Monster. Basheng, probier es mit Kriechen. Auf diese Weise solltest du nicht so gut zu sehen sein. Ich kriech doch nicht. Ich mach die so platt. Aber erstmal. Oh, da sind sie. Der haut ab, die feige Sau. Ah, ein Erdgeist. Erdgott. Ich brauche Kraftpille. Hallöchen. Hi. Kraftpille. Vielen Dank. Komm wieder. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Das. Okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt Kraftpille? Die Blumen habe ich 20 Stück. Aber ich brauche da unten. Nichts, was dir gefällt? Scheiße. Aber hier gehen wir noch mal rein. Hier waren wir noch nicht drin. Ich sehe schon kommen, ich kann mir hier keine Kraftpille leisten, ey.
generiert Magie. Burn. Da ist noch gelb und so. Da waren wir drinnen. Nee, hier waren wir nicht drin, oder? Doch, hier waren wir drin. Ich gehe nochmal zurück, nochmal auf Kontrolle. So. Da waren wir drin. Da. Also eigentlich waren wir jetzt, da oben sind wir raus. Genau, da waren wir drin. Da waren wir, jetzt waren wir in dem drin. Nö. Dann bleibt uns nur noch die Beeren da oben und die Leiter. Aber hier nochmal gucken, ob wir noch was zum Abgrasen haben. Genau. Also hier waren wir ja schon. Ja, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich kann jetzt zwar nur langsam laufen, aber haben wir eine höhere Schlagkraft. Weil wenn da jetzt die gelben Viecher wirklich runterkommen, da ist mir das lieber, wenn ich da noch ein bisschen mehr Schlagkraft habe. Ah, scheiße. Sich wohl erledigt. Der Hocker bleibt auf der anderen Seite. Ach ja, das. Ach, da musste ich durch. Da geht's auch durch. Und hier geht's lang. Aber ich gehe erstmal hier lang und staube hier mal ein bisschen was ab. Seid ihr denn? Seid ihr bescheuert? Wollt ihr mir angreifen? Schweine. So, gucken wir mal, ob wir hier... Ach, hier waren wir doch schon. War nicht hier die besiegt? Ja, doch, hier war der Gelbe. Ich würde gerne da hoch. Aber wie soll ich da hochkommen? Ich komme hier nicht hoch. Aber da oben sind Sachen, die ich haben will. Ich kann ja auch keine Leiter hier einfach wegnehmen.
ist egal. Gehen wir weiter durch. Vielleicht komme ich später aufs Dach, vielleicht kriegt er irgendeine andere Attacke oder so. Okay. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Bleibt nur die Leiter. Und die Werte vom PC sehen da gut aus. Ach, jetzt komme ich da auch hin, oder was? Machen wir doch mit. Fuck. Okay. Ich muss noch mal da zurück. Monster ist ja wieder hochgeklettert. Oh, wieder reisen. Das nervt dann so ein bisschen bei so einem kleinen Ding. So. Da sind auch noch welche. Ah, zu weit. Schade. Also ich komme jetzt... Shit, wie komme ich denn da jetzt lang?
durch? Nö. Muss ja jetzt irgendwie, ja, jetzt kommt wieder Reisen, ja, ich will reisen. So, da komme ich ja nicht hoch. Doch, wa? Ja. Nun, vermutlich kommen wir dahin, indem wir uns einfach fallen lassen. Zauber verstärken, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Nein? So, habe ich nicht genug. Aber wir haben bestimmt hier was, was wir tauschen können. Ah, Kraftpille kann ich bestimmt immer kleiner machen. Nee, leider nicht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Niemand in Sicht. Ich frage mich, wohin sie gegangen sind. Ja. Geil, Kraftpille, oder? Das war das Ding, was ich für die Kraftpille brauche. Ah! Edgard! Findest du genug, gibt's Belohnung. Ja, ich habe schon ein paar gefunden und noch keine Belohnung gekriegt. Naja. Bevor ich weitermachen, gehe ich mal zurück. Ich muss gucken, ob ich noch jetzt Kraftpille kaufen kann. Ich habe nicht mehr so viel Energie, ey. Hallöchen! Vielen Dank! Ja, vielen Dank! Yes! Ja, vielen Dank! Vielen Dank! Oh, komm gerne wieder. So, aber ich spare mir die Kraftpille noch ein bisschen auf. Da geht's lang, oder? Wartet mal.
Ja, ich gehe erstmal hier hoch. Hier ist nix. Oh oh, da ist der Boss. Also hebe ich mir die Kraftpille lieber auf. Hey, hübsches Haus. Muss jemand Wichtigem gehören. Zum Sammeln. Ach, und jetzt. Ja. Ja. Irgendwie sieht das nicht aus, als wenn man hier irgendwie rein kann. So, jetzt kommen wir da hin. Jetzt müssen wir mal schnell hier. Kraftpille. So, reicht erstmal. Genug Energie. Wir sind fast da, Dasheng. Oder? Bereit? Oh, das ist eine Statue, die hat gar nicht gesehen. Ha!
Jetzt schon? Cool. Na, haut ab, ihr kleinen grünen Zwerge. Oh, was gibt's da Schönes? Ein Armband. Ah, krieg was für frei von meiner Kraft, okay. Und noch was. Und noch was. Geil. Cool. Bestrafe alle Monster. Gehen wir. Vielleicht finden wir ein paar Informationen über die Kinder. Da will ich jetzt aber nicht lang. Ich will eigentlich hier lang. Wo willst du hin, Dasheng? Da will ich hin. Da ist doch die Statue. Genau, da und dann stopp runter. Wo willst du hin, Dasheng? Darunter! Wo willst du hin, Dasheng? Oh, wollt ihr mich verarschen? Kann ich das nicht? Muss ich erstmal. Oh Mann. Moment mal! Warte mal, ich muss dir etwas sagen. Das reicht jetzt. Oh, was? Wow. Es könnten noch Bestien in der Nähe sein. Hm? Hä? Hey, oh, Monster. Schau es dir an. Sieh dir das an. Die Monster sind wirklich lang nicht mehr gesehen. Sie sind wirklich. Was? Sind wir jetzt sicher? Komm her! Hier gibt es keine Monster. Was ist das? Wow, was ist das? Sind die Monster wirklich? Also hast du sie ganz alleine erledigt? Nein. Klo? Ich bitte dich, bitte rette unsere Kinder. Sie haben sich um die Bestien in der Gegend gekümmert. Die Monster sagten, sie bringen sie alle nach Pierstadt. Was habe ich damit zu tun? Na, Sheng! Warte. Hey, ich habe noch ein Monster gefunden. Es ist geschluckt. Nein! Ich wusste, es war so. Hör auf! Hör sofort auf! Ich will dir helfen, aber mit leerem Magen kann ich nicht kämpfen, ja? Was hast du getan? Der gehört zu den Bösen, das weiß ich. Halt die Klappe, du armseliger Dieb! Mehr! Was anderes verdient er nicht. Was meinst du? Er hat es gern. Dieses diebische Schwein hat Lebensmittel aus dem Laden gestohlen. Erledige ihn! Beruhigt euch! Ihr tut mir weh! Ich hoffe, der Ton für euch ist okay. Für mich hört er sich gerade ein bisschen komisch an. Offenbar stimmt ihn tatsächlich recht. Die tun nur so unschuldig. Was ist das, Schwein? Hey, du da! Bist du mit diesem diebischen Schwein befreundet? Moment, was soll das hier werden? Der Junge sieht wie ein Monster nichts aus, da bin ich mir sicher. Pass auf! So ist es. Sind Bösewichte. Ein Baby? Was macht denn ein Baby hier? Es ist also überhaupt kein Baby. All unsere Babys, einschließlich meins, wurden entführt. Das kann nicht das Schenk sein. Es ist Verbündete der Monster. Ja, Ritter, und jetzt? Verbündete der Monster. Das ist nicht witzig! Sie wurden entführt! Das reicht! Das sollte für die Lebensmittel reichen. Das ist ein hübscher Penny, den wir im Palast von Daming bekommen haben. Also, wo ist Pierstadt? Auf der anderen Seite des Berges. Dort drüben. Aber ich war selbst noch nie dort.
Wer weiß, was inzwischen daraus geworden ist. Na gut. Gehen wir. Oh, ihr habt mich gerettet. Schon in Ordnung. Für die Dorfbewohner muss es hart sein. Hey, Dasheng! Oh, dieser Junge hat dir dieses Mal die Haut gerettet. Glaub aber nicht, dass ich das mit dem Himmel vergessen habe. Ich weiß, du wirst mir nie vergeben. Hey, Schweinchen! Kennst du Guan Yin? Ich bin kein Schwein. Ich bin Shu Bajia. Guan Yin hat mir diesen Namen gegeben und zufällig gefällt er mir. Shu Bajia, gefällt mir. Ich bin Liua und das ist... An-An. An-An. Tja, wir haben gerade Guan Yin getroffen. Und jetzt werden wir ein paar kinderentführende Monster erledigen. Was? Oh, ihr beide? In der Tat. Dieser Armreif verhindert die Nutzung von Magie. Es sei denn, der Träger tut Gutes. Oh komm, lass mich wieder schneller laufen. Als ob der Sheng vom Himmelsstürmer zum Affen würde. Still, Schweinchen, sonst mache ich Koteletts aus dir. Ja, als ob du das könntest. Schön zu sehen, wie gut ihr miteinander auskommt. Tun wir gar nicht. Du warst da trotzdem beeindruckend, Dasheng. Das Monster war kein Schwächling und du hast es mit Links besiegt. Ja. Weil ich gut bin. Oh komm, lass mich doch schneller laufen. Kannst du mir das Kämpfen beibringen? Ja, ja. Ich möchte die Bösewichter auch besiegen können. Also, das fuckt mich gerade so ein bisschen ab, dass es hier so langsam geht. Kampfkunst lernt man nicht. Man stiehlt sie. Oh, ich verstehe. Also soll ich dir einfach nur beim Kämpfen zusehen, ja? Tu, was du möchtest. Yay! Ich könnte dir vielleicht die Kampfkunst beibringen. Ach, wirklich? Ich beherrsche 36 Verwandlungen und habe einmal 100.000 Soldaten befehligt. Ich glaube, ich stehle lieber von der Sheng. Aber trotzdem danke. Na, da geht's endlich weiter. Unerwartete Freundschaft. Da ist die alte Schachtel wieder. Oh, es ist so still. Was ist denn da hinter mir? Vielleicht haben die Monster einen anderen Weg genommen. Das ich kann auch nicht, die Quatschen hier nicht abbrechen. Ist kürzlich aufgebrochen worden. Aufgepasst. So, ich will aber jetzt... So, das ist schon da vorne. Erstmal hierher gucken, was können wir machen. Sauber.
Hey, du, da drüben! Jo. Ah, du dort. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Welchen? Alle paar Jahre suchen die Erdgötter den Frieden im Land. Hab ich schon ein paar. Und beten für eine gute Ernte. Ihr esst und trinkt? Die Zeit ist gekommen, doch leider erinnert sich niemand. Niemand kommt. Vielleicht solltet ihr die Erdgötter vereinen. Du wirst eine gerechte Belohnung erhalten. Wovon redet er da? Dieser Erdgott will, dass wir seinesgleichen vereinen. Ah, er sagt, dass er uns dafür entlohnen will. Wenn ich sie für dich finde, musst du das hier entfernen. Du wirst entlohnt werden, aber nicht auf diese Weise. Tja. Hä? Einen Moment mal. Worum geht es hier? Drücke die Optionstaste, um dir Schriftrollen anzusehen. Was sagst du? Du wirst eine gerechte Belohnung erhalten. Schauen wir mal. Drei fehlen mir noch. Oh, geil. Technik. Technik habe ich nicht, Körper. Ja, Körper, komm mal. Geil. Ich hab aber noch welche. Kappa. Yes. So. Also 3 brauche ich für Geist, 5 für Technik, 4 für Körper. Du wirst eine gerechte Belohnung erhalten. Sehr. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. So, die alte Schachtel noch aufsuchen. Was hast du für mich? Willkommen. Magische Arznei. Hier haben wir was. Vielen Dank. 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 Ist ja geil. Kraftfälle. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann ja schon 4 machen jetzt. Komm wieder. Ich komm wieder. Hm? Okay. So, dann untersuchen wir mal. Und dann sagen wir mal speichern. Yes. So, haben wir gespeichert.
Wo seid ihr? Ich werde mich mal so. Na, komm mal her. So ist das schöne Bild. Wir wollen aber nochmal schnell gucken, ob Platin möglich ist. Oh, da gibt es sogar Erweiterung. So, und zwar ist Platin möglich. Alles versteckte Trophäen, okay. Und wir haben hier einmal ein DLC. Und nochmal ein DLC. Geister. Geistespalast, okay. Und das andere ist... Aufruhe im Himmel. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt von Anfang an mit bei ist. Wir können ja mal gucken, ob da im Store schon was zur Verfügung steht. Dreier sind es da, genau. Da. Wir haben ein Outfit. Ein Outfit. Und den Season Pass haben wir. Dashing Doyle Outfit. Okay. Oder hier im Anzug. Okay. Also finde ich cool. Ist total Schwachsinn, aber es ist cool. Aber wir haben nur, also einen Season Pass gibt es schon. Wir gucken mal nach. Da stand irgendwas von 5 Skins. Also kommen noch welche. Wir haben jetzt 2 Skins. Was ich mir vorstellen könnte, dass dann pro DLC nochmal 2 Skins dazukommen. Wir gucken mal nach. Zwei frische und einzigartige Affenkönig-Skins. 5 Affenkönig-Gegenstände. 2 Spielmodi. Ja, Spielmodi sind die, was wir da gerade gelesen haben, wo man also die DLCs... 2, oder? Nee, Modi ist was anderes. Also dann sind es 2 Episoden. Okay, dann kommt da noch was dazu. Aber wann gibt es diese Episoden? Weil einzeln gibt es die noch nicht. Hero Edition. So, jetzt haben wir jetzt hier nur 3 Sachen. Also praktisch den Season Pass und also der sieht schon cool aus, muss ich sagen. Obwohl, wenn wir später da so eine Rüstung kriegen, wie er da hat, wäre natürlich auch geil. Gut, also Platin ist möglich, DLC ist in Oheplan, Season Pass gibt es, 2 verschiedene Skins gibt es momentan. Vielleicht hole ich mir den Anzug. Mal gucken. Dann würde ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Also, mir fällt es. Ich weiß, das kennt ihr garantiert wieder nicht auf Netflix, die Reise nach Westen. Hey, lass uns gehen, Dasheng. Wann kam das? Das kam Mitte dieses Jahres, glaube ich, auf Netflix dazu. Ich habe schon eine Folge geguckt. Und dann bin ich aber nicht weiter dazu gekommen, weiter zu gucken. Das will ich auch noch demnächst machen. Ist cool gemacht. Und ich habe ja damals mit Jackie Chan uns schon so geguckt, die Reise nach Westen. Googelt einfach mal die Reise nach Westen. Meine da Achsen fahrt ihr mehr. Aber dafür ist es schön gemacht. Also mir gefällt's. Und vor allen Dingen, das ist die Stimme. Also ich bilde mir ein, dass das vom Muffinkönig die Stimme von Jackie Chan ist. Bilde ich mir ein. Also nicht vom echten Jackie Chan, sondern von der Synchronsprecher. Der Synchronsprecher in Deutschland, der Jackie Chan macht, der ist da auch der Synchronsprecher. Würde ich jetzt sagen. So. Nichtsdestotrotz, von mir auf jeden Fall klar ein Däumchen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Hey, sagt euer Odin. Lass uns gehen, Dasheng.